Als Sturmböen am Freitag über Deutschland herzogen, machten sie auch vor Zwickau nicht Halt. Hier wurde am Nachmittag der gesamte Dachbelag eines Plattenbaus abgedeckt. Die Dachhaut hing über alle 5 Etagen des Gebäudes der Deutschen Bahn AG herunter. Zur Beseitigung der Gefahr wurden die Höhenretter der Berufsfeuerwehr Zwickau gerufen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Arbeiten dauerten den gesamten Nachmittag an.